Schiffer Klavier. Nein, eine Antje lässt sich im Shantychor die Windbreakers nicht finden, denn hier handelt es sich um einen reinen Herrenchor. Dafür wird Antje aber aus voller Brust besungen. Seit 1999 gibt es diesen Chor in Mühlen. Manch einer hatte zunächst Berührungsängste. Es sind auch viele hier im Chor, die eigentlich sonst mit der Musik wenig zu tun hatten und die wir dann auch immer angeworben haben, ja, komm doch mal her. Nein, ich kann ja nicht singen. Ja, das geht schon. Ne? Und deswegen sage ich heutzutage auch immer, wir sind ein gemischter Chor. Manche können singen, manche nicht. Doch hier macht jeder Fortschritte. 80 Mitglieder zählt der Shantychor aus Mühlen insgesamt. Der Spaß am gemeinsamen Singen steht hier im Vordergrund. Dadurch lernt sich das Singen fast wie von selbst. Aber wir haben schon, so empfinde ich das als Laie, zumindest riesen Fortschritte gemacht die letzten Jahre. Auch durch unseren Dirigenten, der jetzt, ich glaube, circa seit 8 oder 9 Jahren macht Thomas das. Aber für mich steht wirklich nach wie vor, und so ist es, glaube ich, für viele, die Geselligkeit im Vordergrund. Und das Singen dabei macht Spaß. Auch neben den Proben, die alle 14 Tage am Dienstag stattfinden, treffen sich die Shantychor-Mitglieder für besondere Anlässe und Konzerte außer der Reihe. Was wir noch sonst machen, ist eine gute Tradition geworden. Und zwar, wenn wir Weihnachtsfeier haben, dann gehen wir vorher zu jemandem, meistens irgendwie eine ältere Person, mal einen Unfall gehabt hat oder ja, letztens sind wir bei einer Frau gewesen, die ist 93, ne, und ich mache gerne die Lieder hören, so, dann weiß aber keiner was von, einer sucht das aus, dann gehen wir da hin, singen da eine Stunde bei der Person dann Lieder und die sich dann da sehr drüber freuen und dann machen wir unsere Weihnachtsfeier. Ne? Das machen wir auch schon das 6., 7. Jahr. Auch an die nächste Generation denkt der Shantychor aus Mühlen schon jetzt. Ein paar Jungs im Teenageralter sind mittlerweile mit dabei und begeistert von den Seemannsliedern. Und irgendwann geht das Alter derart hoch, dass der Chor auch veraltet, kein Nachwuchs da ist. Wir sind wirklich froh. Und die, die jetzt die letzten 5, 6 Jahre dazugekommen sind, sind auch die, die was die treuesten Gänger sind. Und das hat sich auch eher bei uns verjüngt, anstatt dass wir im Durchschnittsalter älter werden. Das nächste größere Event ist die Maritime Messe am 30. Oktober in Mühlen, die der Shantychor auf die Beine stellen wird.